erlaubt ihr den Vertrieb von AI-Songs? Welche Conferences könnt ihr empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Die Conference-Season geht jetzt wieder los. Wenn jemand sagt, hey, du zahlst hier $12 für 30.000 Streams, kann es einfach nicht sein, dass es echt ist. Sofort die Website wieder schließen, bitte. Hallo und herzlich willkommen zum Dictis Deep Dive, deinem Musik-Business-Podcast. Mein Name ist Nico, ich bin der Network-Manager bei Dictis. Ich bin Luca, ich bin Head of Marketing. Und auch heute haben wir wieder uns ein paar Fragen aufgeschrieben von der Community, die wir beantworten werden. Vielleicht auch an der Stelle kurzer Plug, wenn ihr nochmal Fragen habt an uns und an den Podcast, dann ja, packt die gerne unten in die Kommentare rein. Schickt die uns per Mail, wie auch immer. Vielleicht ist dann schon die Frage im nächsten Podcast mit drin. Und ja, ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ich bin wieder total gespannt, was du dir für Fragen ausgesucht hast. Okay, lass mich anfangen. Schau mal. Also teilweise muss man ja auch dazu sagen, haben sich jetzt schon ein paar Fragen wiederholt oder haben wir Fragen bekommen, die sich schon wiederholt haben. Ja, aber ich glaube, da waren jetzt trotzdem ein paar dabei, die wir so noch nie behandelt hatten. Es sind ja zum Glück immer sehr weitläufige Felder, deshalb man kann immer viel drüber sprechen. Ich fange gleich mit einer starken an. Das ist auch eine eher persönliche Meinungsfrage. Wie steht ihr persönlich zu AI-generierter Musik? Witzig, ich habe fast genau die gleiche Frage. Vielleicht können wir die auch gleich zusammenwerfen. Dann liest eine auch noch vor. Ich hatte die Frage, erlaubt ihr den Vertrieb von AI-Songs? Vielleicht muss man kurz dazu sagen, es gibt ja wirklich Services da draußen. Suno AI. So ähnlich. Wahnsinn, das ist eine Website, da meldest du dich kurz an und kannst dann mit einem relativ einfachen Prompt wirkliche Hitsongs teilweise schon generieren lassen. Das ist unfassbar, was das für eine Qualität hat. Du hattest mir das ja auch gezeigt, jetzt nochmal, dass es jetzt irgendwie ein neues Modell gibt, irgendwie, was nochmal eine Spur krasser ist als das bisherige schon. Vielleicht, um meine Frage so ein bisschen vorwegzugreifen, ob wir das als Vertrieb erlauben, den Vertrieb von AI-Songs. Ich glaube, wir können es aktuell zumindest nicht verhindern, weil einfach die Qualität mittlerweile auch so gut schon ist, dass du es nicht raushören kannst, ob es AI-generiert ist oder eben nicht. Natürlich, auf einem ganz anderen Papier stehen AI-generierte Songs, die jetzt Stimmen von Drake oder von Ed Sheeran aufgreifen. Wenn sowas uns natürlich auffällt, wir checken ja auch tatsächlich jeden Upload nochmal gegen. Also sprich, da sitzt eine Person nochmal davor, die sich die Musik auch anhört, die Metadaten abgleicht und Co. Und wenn da natürlich auffällt, hey, das sind Songs, wo irgendwelche AI-trainierten Vocals von Drake oder wem auch immer verwendet wurden, dann werden wir das natürlich rejecten. Ja, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber wir hatten, glaube ich, auch die Frage jetzt von einzelnen Lo-Fi-Labels, die schon gesagt haben, sie verfolgen diesen Trend auch von AI-generierten Songs verstärkt und haben Angst, dass da natürlich dann auch Labels an Start gehen, die nur AI-generierte Songs veröffentlichen und dann natürlich auch ein ganz anderes Pensum fahren können als Labels, die tatsächlich echte Musik generieren. Ich tue mich tatsächlich so ein bisschen schwer, weil, also mit der grundsätzlichen Meinung zu AI, einerseits, ich finde es als Künstler total gruselig und ich habe auch Angst davor, dass natürlich irgendwie unsergleichen als Künstler zwangsläufig dadurch ersetzt werden. Auf der anderen Seite beobachte ich ja ein ähnliches Phänomen schon seit einigen Jahren mit diesen ganzen Sample-Libraries. Ja. Und jetzt kann man sagen, okay, natürlich brauchst du da trotzdem gewisses Gespür für Mixing, Mastering und musst ja irgendwie auch Gespür für Tonarten haben. Aber im Endeffekt ist durch Splice und Co., durch diese ganzen Sample-Libraries, ist es ja mehr oder weniger möglich, Baukastenprinzipmäßig sich trotzdem auch Songs zusammenzudübeln, ohne dass du überhaupt Ahnung hast von Tonleitern, von Music Arrangements und Co. In den Sample-Packs gibt es ja sogar diese Songstarter, die genau dafür gedacht sind, sie übereinander zu kleben, nur diese Loops. Ja. Und dann hat man im Grunde genommen einen ganzen Song. Man muss ihn noch ausarrangieren natürlich, aber das war es dann auch schon gewesen. Und das mit den Samples, Splice und Co., das ist schwierig, weil
es eröffnet natürlich viele, viele Möglichkeiten, macht es aber auch viel einfacher und potenziell auch generischer. Mhm. Und ich glaube, egal ob es jetzt AI ist oder ob es Samples sind, ich glaube, es geht immer darum, was man daraus macht. Weil ich fand diese Suno-Plattform im ersten Moment auch gruselig und dachte, wow. Vor allem auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es wird ja nicht mehr schlimmer. Es wird ja ab jetzt nur noch besser, die Qualität dessen. Ne? Ja. Wir sind jetzt bei iPhone 1 gerade. Total, und ja. Wie wird dann iPhone 10, iPhone 12 werden? Ja. Und diesen Gedanken finde ich ein bisschen gruselig. Aber im nächsten Moment war ich auch ja, total aufgeregt, weil ich glaube, dass auch in gewisser Weise irgendeine Chance vielleicht auch drinsteckt. Ja, ich habe es vorher schon zu dir gesagt, ich bin ein wahnsinnig mieser Topline-Writer. Ich kann einfach keine Topline schreiben. Und sich da was generieren zu lassen und das als Inspiration zu nutzen, 2, 3 Melodieläufe, die man so vielleicht bei sich in die Phrasen einbauen kann und daran dann weiterarbeitet. Insofern sehe ich es als Chance und ich wollte gerade sagen, finde es auch gut, aber das kann ich nicht zu 100% unterschreiben, dass ich es wirklich gut finde. Aktuell ist die Qualität ja noch so, dass man es mit geschultem Gehör auch hört. Ja. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen vom Genre ab. Der sonische Unterschied ist schon noch ein bisschen da. Es klingt so leicht glitchy. Aber was ich halt jetzt, wie gesagt, so krass fand, war eben dieses Songwriting dahinter. Mhm. Ja. Weil ich glaube, da steckt die wahre Magic. Wenn du einen generischen Song haben willst, kannst du Samples zusammenkleben. Ja. Ja? Aber dass ein guter Song geschrieben wird, ich glaube, bis dahin dauert es einfach noch ein bisschen. Wahrscheinlich schon. Und man muss ja auch dazu sagen, ich hatte jetzt auch letztes Wochenende tatsächlich auch mal bei einem eigenen Songprojekt mal eine andere AI versucht. Also Suno generiert ja einen komplett fertigen Song im Endeffekt, basierend auf deinem Prompt. Ich hatte jetzt die, lass mich jetzt nicht lügen, wie sie heißt, aber Kids AI, glaube ich, verwendet. Mhm. Ich weiß welche. Die ja auch verschiedene Vocal Models, also jetzt nicht von bekannten Künstlern, aber so ja, relativ generic klingende Vocal Models verwendet. Und ich hatte eine Cover-Idee und wollte die relativ schnell umsetzen oder mal hören, wie das mit einer anderen Stimme klingt. Und hatte das dann einfach, ich hatte den Michael Jackson-Vocal und hatte den einfach mal umgenerieren lassen. Und es ist schon verrückt. Klar, jetzt bei Michael Jackson, es war ein blödes Beispiel, weil der sehr exzentrisch singt und dann teilweise Wörter einfach auch anders interpretiert wurden von der AI. Aber wahrscheinlich, wenn du einen normal gesungenen Vocal hättest, kannst du halt relativ schnell auf verschiedene Stimmen testen und da dann vielleicht auch schneller zu einer Veröffentlichung kommen, wie wenn du da ein Studio mietest, irgendwie den perfekten Sänger dafür suchst, findest, einen Termin vereinbarst, Studio gehst, aufnimmst, nochmal abmischst. Also abmischen musst du so oder so, aber ich fand es erschreckend, wie schnell man dann zum Ziel kommt, Und ich finde es für solche Geschichten kann AI schon super hilfreich sein. Ja. Ich glaube, wenn du komplette Songs dir generieren lässt, ich glaube, da brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwie 2, 3, 4 Jahre, wenn überhaupt. 4 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, ich glaube auch, wahrscheinlich geht es tatsächlich viel schneller. Ich glaube eher so 1 wahrscheinlich. Wenn wir überlegen, auch ChatGPT, wie krass sich das entwickelt Wahnsinn. Hat auch. Ich meine, Anfang letzten Jahres ging es ja los, glaube ich, oder? War das Anfang letzten Jahres? Anfang 2000. Oder ja, 22? Nee, Ende 22, Anfang 23. Also ChatGPT kam, glaube ich, im Oktober 22 raus. Aber es ist auch keine Zeit eigentlich. Wahnsinn. Ja, schon verrückt. Wahnsinn. Also wie sich auch DALL-E seitdem irgendwie entwickelt hat. Ja. Und vielleicht noch abschließend dazu. Ich glaube, auch die grafische Welt gibt es uns ein bisschen vor. Da gab es ja auch diesen Riesensturm. Hey, wir verlieren jetzt alle unsere Jobs, weil DALL-E macht jetzt die ganze Arbeit. Und ich glaube, in gewisser Weise, ohne jetzt in dieser grafischen Bubble zu groß drin zu sein, hat es in vielen Fällen auch gestimmt. Ne? Aber die nicht ersetzt wurden, sind die wahren Künstler. Das sind die, die sich
ganz vorn an diesen Drahtseilakt aus Bekanntem und Unbekanntem irgendwie meistern. Fred Again wird nie ersetzt werden von einer AI zum Beispiel. Yeah. Ne? Oder Leute wie Fred Again, die eben da vorne an diesem Limit existieren und immer was Neues machen. Yeah. Weil AI ist einfach auf historische Daten trainiert. Yeah. Ja? Und deshalb glaube ich, wahre Kunst und diese, gerade im Musikbereich, diese Breakthrough-Songs, wo jeder sagt, wow, ich glaube nicht, dass die eine AI ersetzen kann. Ich bin auch trotzdem gespannt, ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast, inwieweit der Gesetzgeber da auch bestimmte Regularien festlegt, die Nutzung auch so ein Stück weit beschränken, gerade auch im Musikkontext. Vielleicht nochmal auch zurückzukommen zu der Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ich glaube, wie gesagt, im ersten Moment können wir es gar nicht verhindern, dass AI-Songs auch über uns vertrieben werden, weil es de facto nicht immer rauszuhören ist, was AI generiert wurde und was nicht. Gerade wenn nicht ein kompletter Song AI generiert wurde, sondern eben nur bestimmte Elemente. Und ich glaube, auf der anderen Seite, ich glaube, man darf sich auch nicht komplett vor diesem Thema verschließen und dazu anti dagegen sein. Ist wahrscheinlich wie in jedem anderen Bereich auch. Du wirst diese Bewegung nicht aufhalten können. Du musst wahrscheinlich nur den richtigen Weg finden, da gewisse Regularien einfach auch festzusetzen, sodass es einfach für alle auch funktioniert. Und dass die Kunst auch irgendwo nicht verloren geht, glaube ich. Ja. Das wird richtig spannend alles. Absolut, ja. Wow. Vielleicht aber trotzdem auch an der Stelle nochmal, wir würden auf jeden Fall mal in die Shownotes oder unten in die Description so ein paar Seiten reinpacken, also gerade Kids AI und Suno, dass ihr das euch auch mal anschauen könnt. Also es ist schon absolut verrückt, was da mittlerweile schon möglich ist. Es lohnt sich da mal mit rumzuspielen und sich ein bisschen zu gruseln. Ja. Komm, ich mach mal weiter. Yes. Wir hatten sowas ähnliches schon mal besprochen, aber es ist wieder ein brandaktuelles Thema. Die Frage kam schon wieder. Welche Conferences könnt ihr empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Die Conference Season geht jetzt wieder los. Wir haben jetzt auch schon ein paar Conferences eingeloggt für uns bei Dictus. Freue mich schon. Ich freue mich auch total. Wir sind jetzt beim All Music Friday Event von Spotify in Berlin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also letztes Jahr war ja, glaube ich, die allererste Ausgabe. War cool, weil sowohl die Panel Talks waren sehr interessant. Du hast nochmal mehr über das Spotify Environment auch mitbekommen. Und hast halt trotzdem auch die ganzen Kuratoren, Label-Ansprechpartner und Co. einfach kennengelernt, auch nochmal vor Ort irgendwie gesehen. Und dafür war es schon richtig gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, es gab da auch noch ein paar Tickets. Also ihr müsst da immer relativ schnell auch sein. Die sind relativ schnell vergriffen, aber immer so ein paar Resttickets sind ja noch übrig. Dann die nächste große Conference ist IMS für uns. So ist es. In Ibiza. Wir fliegen in die Sonne. Yes, sehr, sehr cool. Auch das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Ist, glaube ich, so ähnlich zu sehen wie ADE im Herbst. Nur halt mit besserem Wetter und auf der Insel. Auch absolut zu empfehlen. Gerade so im elektronischen Musikbereich triffst du da, glaube ich, tatsächlich jeden. Ja. Genau, dann würde dir die nächsten an die Hand geben. Oder gerade die IMS hat sich jetzt über die Jahre auch sehr, sehr etabliert. Ich glaube, das ist jetzt Ausgabe 10, 11, 12, sowas in der Art. Und man hört dann kurz vor der IMS dann doch immer von allen, hey, seid ihr auf der IMS und so. Da freue ich mich schon wieder sehr, sehr drauf. Ansonsten, lass mich mal grübeln. Die Sonar ist empfehlenswert, wo wir mit Dictus letztes Jahr waren. Barcelona, genau. Und dann sind wir auch schon im Herbst eigentlich. Wir sind vorher noch auf dem Berlin Dance Music Event. Ach, hatten wir noch gar nicht gesagt, sorry. Alles ja klar, Berlin Dance Music Event. Sind beide auch Speaker, haben beide auch ein Panel. Das wird auch wieder richtig, richtig spannend. Yes. Auch das Berlin Dance Music Event
ich glaube, man kann schon noch sagen, es ist neu. Ja? Mhm. Wir sind schon seit Jahren Partner oder im Grunde genommen von Anfang an. Und es ist wirklich schön, auch die Entwicklung von Berlin Dance Music Event dann jedes Jahr zu sehen. Und ich bin auch jetzt schon ganz gespannt, wie es dieses Jahr wird. Du hattest ja letztes Jahr schon ein Panel. Mhm. Ich werde dieses Jahr meinen ersten Panel haben und freue mich schon wahnsinnig drauf. Es wird richtig gut. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also Berlin Dance Music Event hat sich in den letzten Jahren brutal entwickelt. Hat letztes Jahr auch Speaker vom Tomorrowland und auch von Tool Room und wirklich von relativ großen Brands so im Musikbereich. Also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ja. Mega. Und Berlin ist halt immer schön. Ne? Sowieso, ja. Hauptstadt der elektronischen Musik. Da sind dann auch immer alle da. Ansonsten, wie gesagt, Sona. Und dann bewegen wir uns schon auf den Herbst zu. Reeperbahn Festival in Hamburg. Ja. Das ist jetzt ein bisschen eher geöffnet, auch genretechnisch. Da findet ja auch viel Pop statt und so weiter. Und dann geht's wieder zur Woche des Jahres. ADE in Amsterdam. Yes. Ich glaube, darüber braucht man jetzt nicht so viel sagen. Ne? Größte Konferenz oder größte elektronische Musikkonferenz jedes Jahr in Amsterdam. Angeblich sind es 400.000 Leute, die nur für die ADE nach Amsterdam kommen. Es fühlt sich auch so an. Ja. Und können wir wirklich extrem empfehlen. Was hier auch immer für eine Frage kommt, ist, brauche ich diesen Pass? Für uns als Company ist er natürlich wichtig. Wenn man mich jetzt persönlich fragt und man hingehen möchte, um Meetings zu machen, die Leute zu treffen, die ja sowieso alle da sind, und jetzt nicht zu viel Fokus auf die tatsächlichen Panels und so weiter, Workshops legen möchte, dann ist es nicht unbedingt nötig, sich diesen Pass zu holen. Ne? Also werde ich ganz oft gefragt und sage ich dann auch gerne, wenn du dich für Panels interessierst, brauchst du den Pass. Wenn du Lust hast, super viel zu feiern zu gehen und keine Lust hast, jedes Mal Eintritt zu zahlen, wäre der Pass nicht schlecht. Ja. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte hingehen, um die Meetings zu haben, die Leute zu treffen, dann geht das theoretisch auch ohne Pass. Mhm. So viel dazu. Ja. Ich glaube, bei der IMS war es nochmal ein Ticken spezieller, zumindest in der letztjährigen Location. Da bist du ja wirklich nur in diese Area reingekommen, wenn du ja den Pass auch hattest, meine ich. Also dafür war es dann zwingend erforderlich. Richtig. Ich glaube, da gab es auch keine so wirklichen Meetings irgendwie außerhalb von dieser Locations. Zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber ja, für ADE ist es, glaube ich, nicht zwingend erforderlich. Ja. Ja. Ist halt auch angenehm, weil mit dem Pass hast du halt auch Zutritt zu allen Veranstaltungen am Abend. Mhm. Am Abend. Mhm. Also wenn du da ein Firebeast bist oder da connectest, dann, dann kann los. Man das auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, da kommst du dann auch letztlich günstiger weg, wie wenn du jeden Abend irgendwie an der Abendkasse ganz bestimmt die Sachen kaufst. Ganz bestimmt. Tickets kaufst. Ja. Voll. Und ich glaube, wir planen dieses Jahr, zumindest Ende des Jahres, auch noch in Riyadh vorbeizuschauen, in Saudi-Arabien, bei dem XP Music Futures heißt es, glaube ich. Und uns das einfach mal anzuschauen, weil es ein spannender Markt ist auch. Und die ja in den letzten paar Jahren ein riesen Festival, ich glaube mit MDL Beast, auf die Beine gestellt haben. Und parallel dazu gibt es ja auch diese Conference, die wir uns jetzt so einfach mal anschauen wollen. Gegebenenfalls passt es da sogar auch, oder klappt es da, dass wir da als Speaker auch auftreten. Mhm. Genau, aber mehr dazu coming soon dann, ja. Also vielleicht da auch nochmal, wir versuchen das auch unten in die Descriptions nochmal reinzupacken, dass sich da jeder einfach auch nochmal informieren kann zu den einzelnen Conferences. Ich glaube, gerade ADE ist so das OMR für die Musikenthusiasten. Kann man so sagen, genau. Ja. Also sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. So ist es. Cool. Du bist dran. Yes. Alright. Ich habe hier eine Frage. How to avoid artificial streaming? Mhm. Hast du irgendwelche Best Practices, auf was man achten sollte, was man auf gar keinen Fall tun sollte und vielleicht auch, wie man Artificial Streaming vielleicht auch erkennen kann? Also für mich gibt es drei Arten und Weisen, da ungewollt reinzurutschen. Die eine ist
aktive Böswilligkeit von anderen. Dafür kann keiner was. Ne? Das sind ja immer wieder so Gruselgeschichten, die man hört, dass Wettbewerber ihre Mitwettbewerber ausstechen, indem sie ihnen einfach so viele Streams auf ihr Release kaufen, dass es ja von vornherein algorithmisch sowieso kaputt ist, ja. Oder aber natürlich dann von den Plattformen auch erkannt wird und die bekaufte Person dann da irgendwie Stress mit hat. Daran kann man nichts machen, das ist dann halt so. Die zweite Art und Weise, wie man ungewollt zu Fake-Streams oder eben Bot-Streams kommen kann, ist, indem man sich nicht ausreichend über die Marketing-Services informiert, die man vorher bucht. Ja? Es kommt dann doch immer wieder mal vor, dass man über einen Marketing-Service stolpert und das sieht dann alles toll aus. Man bezahlt eine Kampagne. Es ist aber ein bisschen undurchsichtig. Was ist denn jetzt so eine Kampagne? Was machen die da überhaupt? Und man bezahlt diese Kampagne. Die Streams kommen, die Listener kommen und am Ende, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, und dazu kommen wir gleich, wie man es potenziell erkennen könnte, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, zeigt sich, ach shit, das waren offensichtlich Fakes oder es sieht einfach stark danach aus. Da kann man einfach nur eins machen, seine Due Diligence wirklich durchziehen und vorher ganz genau gucken, was machen die. Gerne auch da hartnäckig sein, nachfragen per E-Mail, was ist euer Prozess, schaltet ihr Werbung, habt ihr Third-Party-Playlists, die ihr angeht und. Was macht ihr einfach, um das dann ein bisschen besser einschätzen zu können? Wovon man sich von vornherein fernhalten muss, ist von versprochenen Streams. Ja? Jeder, der sich ein bisschen mit Marketing auskennt und schon ein bisschen unterwegs ist, wird dir sagen können, dass man nie Streams garantieren kann. In keinem Umstand. Also selbst wenn man jetzt eine Playlist hat zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, ich platziere einen Track drauf und deshalb kommen Streams, kann man nicht garantieren, wie viele Streams da kommen. Weil es natürlich immer von der Track-Performance abhängt, wie gefällt den Leuten der Track und. Und wenn jemand sagt, hey, du zahlst hier $12 für 30.000 Streams, dann kann es einfach nicht sein, dass es echt ist. Also sobald eine Garantie da ist, sofort die Website wieder schließen, bitte. und die dritte Art und Weise, wie man ungewollt an Fake-Streams kommt, ist, wenn man super viel Third-Party-Playlisting betreibt und eben auch hier seine Due Diligence, seine Analyse vorher nicht sauber macht und einfach auf eine Playlist kommt, die bottet. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Leute irgendwie auf Releases Streams drauf kaufen, ja, sondern der viel üblichere Fall sogar, ist, dass auf Playlisten Streams gekauft werden. Und dann landet einfach auf jedem Track, der in dieser Playlist ist, landen diese artificial Streams. So. Und auch hier wieder, wenn jemand Geld möchte dafür, dass ihr auf deren Playlist kommt, unbedingt die Finger davon lassen, denn in aller Regel ist es so, die lassen euch bezahlen, dass ihr auf die Playlist kommt und das Geld stecken die dann die Hälfte davon in irgendwelche Fake-Streams, dass ihr dann eben auch die Streams bekommt von dem Placement, das ihr da habt. So. Und auch das kann man ein bisschen bekämpfen, indem man vorher einfach einige Analyseplattformen durchguckt. Es gibt ja gerade für Playlisten inzwischen so viele Directories, wo man einfach gucken kann, ist es echt, ist es nicht echt. SubmitHub hat jetzt einen Fake-Check drin, Artist-Tools hat jetzt einen Bot-Check drin, meine Lieblingsplattform, Is It A Good Playlist, kann man sowieso immer gucken, wie ist das Wachstum von der Playlist, sieht das alles gesund aus, ist es irgendwie realistisch oder unrealistisch. Und das ist ein Haufen Arbeit, definitiv, vor allem, wenn man es in großem Umfang machen möchte, wie man es ja eigentlich machen sollte, dann ist es wirklich auch Analysearbeit pro Playlist, aber glaubt mir, das lohnt sich definitiv, vor allem labelseitig, langfristig. Dann hast du am besten ein Excel-Sheet oder ein Google-Sheet, das hältst du dir bereit und da kommen deine neue, positiv analysierten Playlists rein, an die kann man was schicken. Und die nutzt ihr dann einfach zu jedem Release. Vielleicht an der Stelle ist es ja auch absolut empfohlen, dann lieber auf Services wie SubmitHub zurückzugreifen, die einfach, so wie du sagst, so einen Fake-Check einfach auch eingebaut haben und tatsächlich auch nur mit Partnern arbeiten, die tatsächlich
sauber sind. Reale Streams generieren. Genau. Und dann lieber dann da sein Geld rein zu investieren, als jetzt in irgendeine dubiose Service-Plattform, die versprochene Streams ausschreibt. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was immer präsenter wird. Wir kriegen, glaube ich, keine Ahnung, wie viele DMs über Instagram. Hey, versuchst du dein Track zu pushen? Hier 30 Euro für 1 Million Streams. Es gibt halt super viele Künstler und Künstlerinnen da draußen, die relativ leicht aktuell immer noch darauf reinfallen. Mhm. Sonst würden die ja auch, glaube ich, gar nicht so ein Outreach fahren, wenn es nicht funktionieren würde. Dementsprechend, ich glaube, das ist so eine Sache, mit der sich jeder beschäftigen muss und sollte. Und wir merken das ja auch auf Vertriebsseite, dass die Plattformen immer rigoroser dagegen vorgehen. Ja. Auch. Also früher muss man sagen, haben, glaube ich, verschiedene Plattformen schon oder noch ein, zwei Augen mehr zugedrückt als aktuell bei Artificial Streaming. Aktuell ist es ja wirklich so, du läufst echt Gefahr, wenn du da nicht aufpasst, dass deine Sachen runtergenommen werden, dass dein Label gegebenenfalls komplett gesperrt wird von der Plattform, dass du gar keine Chance mehr hast, dort Sachen hochzuladen. Und das ist natürlich der Worst Case für, glaube ich, jeden Musikmachenden da draußen, ja. Dementsprechend, ja, also ich kann mich da nur dir anschließen, man muss da absolut vorsichtig sein. Teilweise muss man leider auch dazu sagen, gerade wenn man einen gut performenden Track hat, kann es schon auch mal passieren, ohne dass man selber das, was dafür kann und ohne auch, dass da vielleicht jemand anderes mutwillig irgendwie deinen Track versucht hat zu promoten, dass man in so Playlisten reinfällt, einfach aus dem Grund, weil diese Artificial Streaming Services versuchen, ihr Verhalten so ein Stück weit zu verschleiern. Ja. Verschleiern in dem Sinne, dass sie halt sagen, okay, sie haben halt 3-4 Tracks in dieser Playlist, die sie versuchen zu botten. Mhm. Ja? Und dann sind halt irgendwie 3-4 andere Tracks immer dazwischen, die super gut performen und die dem Spotify-Algorithmus ja auch signalisieren, hey, das ist einfach eine Playlist, die oft gehört wird, weil einfach die Tracks da drin so populär sind. Ja. Also das kann ja auch einer der Gründe sein, warum ja letztlich Artificial Streaming vielleicht bei dir oder bei jedem anderen Künstler zustande kommt, ohne dass man da selber was dafür kann. Wir hatten tatsächlich ja auch eine Künstlerin bei uns im Katalog, die ein riesen Placement in der Playlist bekommen hatte und dann von jetzt auf nachher da einfach rausgeschmissen wurde und wir dann auch mit Spotify gequatscht hatten und uns signalisiert wurde, hey, da wurde Artificial Streaming betrieben und die Künstlerin konnte sich das nicht erklären, hat dem Ganzen aber nicht geholfen und wurde im Endeffekt aus der Playlist, glaube ich, für 4 oder 5 Wochen verbannt oder wurde da, wurde dann Riegel einfach vorgeschoben. Klar, in solchen Fällen versuchen wir dann als Vertrieb schon auch in die Bresche zu springen. Voll. Was uns dann damals aber signalisiert wurde, auch von Spotify, die haben natürlich auch gewisse Thresholds, ja. Mhm. Und wir reden ja jetzt nicht von ein paar hundert Streams, die dann da artificial irgendwie gebucht wurden oder gekauft wurden, sondern da geht es ja wirklich um mehrere tausend von Streams. Und das passiert ja dann schon in der Regel nur, wenn es jemand gezielt auf dich abgesehen hat. Ja, stimmt. Also auch da, ich glaube, da wird sich auch über die Zeit zeigen müssen, an welchen Thresholds das dann festgemacht wird und wie auch Plattformen langfristig damit umgehen, weil ich glaube, das wird ein Thema, was immer, immer präsenter wird. Ich meine, Sie arbeiten ja aktuell dran, jetzt auch mit dieser neuen Artificial Fee, könnte man sagen. Ich bin gespannt, wie sich das auf jeden Fall noch entwickelt. Mhm. Wir werden sehen. Aber vielleicht noch kurz dazu, wie man Artificial Streams erkennt. Man muss ein bisschen graben. Manchmal ist es offensichtlicher, manchmal ist es weniger offensichtlich. Wir haben an unserem Ende vertriebsseitig ein bisschen mehr Daten als alle anderen. Deshalb können wir es auch einfacher erkennen. Ja? Wenn man jetzt artistseitig einfach guckt, labelseitig guckt, wir sprechen vor allem von Spotify für Artists einfach, dann gibt es so ein paar Indikatoren, auf die man achten sollte. Ihr kennt diese Now-Listening-Zahl,
die sich jeder ständig anguckt. Wenn da mal so ein unregelmäßiger Spike drin ist, sagen wir, du hast normalerweise 50, die es hören, mal sind es 35, mal sind es 65. Wenn da auf einmal 420 steht, würde ich stutzig werden. Das kann sein. Und du nicht auf deiner Playlist bist. Genau. Ja. Ich freu mich für jeden, ne? Aber ja. Augen auf jeden Fall. Mhm. Also die Spikes in der Now-Listening-Zahl, klar, jetzt hängt da nicht jeder den ganzen Tag drauf rum, aber einige schon. Spikes im Graphen, wenn du einfach die Daily Streams von dem Track anguckst. Weil meistens schießt es wirklich komplett hoch und fällt aber sofort auch wieder runter unter Umständen. Ne? Wenn was zuckt, grundsätzlich in Spotify war das, wenn was zuckt, empfehle ich immer zu gucken, woran hattet ihr legen. Mhm. Und das ist auch noch so ein Indikator. Für mich der klarste Indikator ist das Ratio zwischen Streams und Listener. Mhm. Ja? Jetzt muss man sagen, das wird manchmal, ja, das klingt so bizarr, das zu sagen, aber es wird manchmal besser gebottet und manchmal weniger gut gebottet. Aber die schlechten Artificial Streams erkennt man genau daran, dass es eben, dass dieses Ratio nicht stimmt. Es sind dann halt 20.000 Streams von 14 Listenern oder so. Mhm. Und dann denkt man auch, okay, alles klar. Da waren welche sehr besessen offensichtlich von dem Track. So kann man es erkennen. Und ich glaube, anderweitig ist es in Spotify for Artists fast nicht möglich. Außer ihr kriegt natürlich eine E-Mail, die seit neuestem verschickt wird. Gut, oder man schaut sich halt wirklich nochmal auch die Playlisten an. Also oftmals hat man ja auch ein Gefühl dafür, okay, der Track ist jetzt beispielsweise auf Playlist XY und die Playlist XY hat aber nur 3 Follower, generiert aber auf einmal wohl 6.000 Streams am Tag, hat kein Playlist-Artwork, hat keine Description, hat irgendwie einen kryptischen Titel. Die Songs passen nicht zueinander. Du hast einen EDM-Track, schon, der landet auf einer Rap-Updates-Playlist zum Beispiel. Das ist dann doch auch ein relativ klares Indiz dafür, dass da irgendwas passiert mit deiner Musik. Und auch hier wird wahrscheinlich langfristig der Weg sein, dass dann, auch wenn die Streams bei dir als Künstler landen und du nichts dafür kannst, diese Playlisten dann zu melden. Ja. Weil das schadet nur dir langfristig. Und wir hatten das ja auch schon oft behandelt. Artificial Streaming als solches schadet ja auch langfristig deinem Profil, weil einfach der Algorithmus ja auch ganz anders gepolt wird in dem Sinne und ja auch nachhaltig anders gepolt wird und die Sachen einfach auch anderen Leuten ausgespielt werden, tendenziell dann auch anderen Bot-Accounts, die genauso wenig interagieren. Ist, glaube ich, gleichzusetzen wie auf Instagram, wenn du dir 10.000 Follower kaufst. Voll. Das sieht dann einfach schön aus. Gleiche. Aber das möchte einfach keiner heutzutage mehr haben, glaube ich. Ja. Spannend. Spannend. Vielleicht, also, was man tun kann, wenn man auf einer Playlist gelandet ist, leider nicht viel. Das ist vielleicht auch noch das, was man ein bisschen hinzufügen muss. Artist-seitig, man kann den Spotify-Support schreiben und. Man kann versuchen, den Kurator rauszufinden und denen zu sagen, hey, nimm mich von der Playlist, bitte, bitte, bitte. Aber sonst gibt es leider nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil das ist normalerweise die Frage, die immer folgt. Was kann ich denn jetzt machen? Aber ich dachte, es gibt schon dieses Melden. Melden-Option. Nein, du kannst es melden, aber du bist trotzdem weiterhin auf der Playlist. Gut, das stimmt, ja. Ja, aber jetzt rein von, also je mehr natürlich die Playlist melden, desto wahrscheinlicher ist, dass die Playlist irgendwann vielleicht removed wird. Gerade wenn dann sich gegebenenfalls dann auch das System sich die Playlist nochmal anschaut. Ja. Aber ja. Schwierig. Wir bräuchten so einen Button, wo man sagen kann, remove me from this playlist. Das wäre nicht schlecht. Aber ja, wir werden sehen. Willst du noch eine machen? Yes. Ach nee, Quatsch. Ich bin dran. Warte. Bist du dran? Oder? Ja, sollen wir noch eine machen? Dran, ja. Ah, okay, die gefällt mir auch noch gut. Wie entscheidet ihr, ob ihr ein Label signed? Also zuallererst muss man ja natürlich sagen, wir sind ja kein DistroKid oder kein TuneCore oder kein Artist-Distributor in dem Sinne, der es möglich macht, sich auf einer Plattform anzumelden, AGBs zu akzeptieren und direkt sich Zugriff zu verschaffen und seine Musik hochzuladen. Wir sind ja da wirklich, und das ist, glaube ich, die Begrifflichkeit, die wir auch häufig verwenden in Gesprächen, wir sind ja schon ein Boutique-Distributor. So also für uns ist es wichtig, dass natürlich der Partner eine gewisse Qualität auch mitbringt. Also
auch wenn du ein Artist bist, der jetzt gerade irgendwie anfängt und vielleicht den allerersten Song am Start hast, bist du vermutlich besser aufgehoben, das vielleicht im ersten Moment über einen Artist-Distributor zu distribuieren, als das jetzt über uns zu tun. Ja. Bei uns ist es so, du meldest dich ja an über die Website digdis.de. Da gibt es dann ein Application-Formular, wo du einfach ein paar Infos hinterlegen musst, wo du auch Songlinks hinterlegen musst, einfach damit wir ein Gespür dafür bekommen, hey, was ist das für Musik? Wir hören da rein. Beispielsweise checken wir dann auch gleich, okay, ist es copyrighted Music? Wurde die schon mal irgendwo anders vertrieben? Und entscheiden dann im Endeffekt daraufhin, ob der Partner zu uns passt oder eben nicht. Ja. So, in der Regel passt der zu uns. Mhm. Ja, also wir sind da jetzt auch gar nicht so super A&R-mäßig unterwegs und schieben da irgendwelche Riegel vor und sagen, hey, okay, nee, der Sound passt uns jetzt nicht oder der, keine Ahnung, ist kein Hit oder whatever, so wie das jetzt vielleicht ein Label A&R tun würde. Aber es sollte schon irgendwie eine gewisse Qualität einfach erfüllen, weil wir natürlich auf unserer Seite diese partnerschaftliche Zusammenarbeit anstreben. Ja. Und das können wir natürlich nur anstreben, wenn wir auch das Gefühl haben, dass sich mit dieser Musik arbeiten lässt. Mhm. So würde ich es, glaube ich, kurz und knapp definieren. Ich glaube, dem ist nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich glaube, wir funktionieren immer stark auch auf Potenzial. Ne? Mhm. Und absolut. Und am Ende liegt es auch einfach an der Musik. Ja. Wie du sagst, es ist jetzt nicht dieser hochgradige A&R-Prozess, aber die Qualität muss da sein. Und wenn es gute Musik ist, dann zeigen wir euch gerne. Ja, voll. Also auch, es muss gar keine 10.000 Follower auf Instagram haben oder 1 Million monatliche Hörer auf Spotify. Ich glaube, das wäre auch falsch, sich daran zu orientieren als Metriken. Es geht primär um die Musik und auch um den Partner, wie er sich präsentiert, was er für einen Plan auch verfolgt mit dem Label. Und sollte das passen, hat ein, zwei, drei Songs am Start, die einfach auch wirklich großes Potenzial haben, dann kann es schon losgehen. Dem nichts im Wege, ja. Absolut. Vielleicht an der Stelle noch zu sagen, wenn Fragen zum Onboarding-Prozess bestehen, könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. Ne? Ihr müsst da jetzt nicht irgendwie im Dunkeln tappen, euch nur über die Website anmelden und euch jetzt nicht sicher sein, ob ihr das jetzt richtig gemacht habt. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schicken und dann quatschen wir einfach, weil uns geht es ja, wie du gesagt hast, auch permanent um diese Partnerschaft und diese persönliche Verbindung letztendlich. Und genauso wollen wir das von Anfang an durchziehen. Deshalb, wenn ihr irgendwas habt, meldet euch einfach und dann quatschen wir. Voll. Absolut. So, dann war es das für heute, hä? Yes. Cool. Ich denke schon, ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren, schickt uns eine E-Mail und wenn da was Cooles dabei ist, dann nehmen wir das super, super gerne mit in die nächste Podcast-Episode auf. Und ansonsten bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.